Also ich finde jetzt hier keinen 3D-animierten Among Us-Kurzfilm. Das wäre gerade übel interessant, so, ne? Ich habe ja schon seit einer Ewigkeit wirklich Bock, so einen kompletten 3D-Animations-Kurzfilm, so ein 5-Minuten-Ding oder so, in einer Woche zu machen. Und ich habe immer das Problem, weil ich wusste nicht mit was, weil die meisten Sachen sind halt super komplex zu animieren, aber diese Among Us-Figuren sind ja recht einfach, auch zu modellieren. Und mit dem Raumschiff hast du direkt ein Setting, was halt übel geil ist. Wollen wir einfach nächste Woche die Projekte, die wir eigentlich machen wollten, schieben und das machen? Ich habe daher Bock drauf gerade. Das wäre schon sau cool, ne? Among Us, Kurzfilm in einer Woche. Let's fucking do it. Es ist endlich soweit. Ich bin so fucking hyped. Es ist Freitag, der 23. Oktober. Und dieses unmögliche Projekt geht jetzt los. Weil, Freunde, wir hatten nämlich letztens noch die letzten Tage die Idee, so beim Animationsfilm brauchst du ja Synchronsprecher für die Figuren. Und wir dachten so, wie geil wäre es denn, wenn diese ganzen YouTuber, die halt Among Us spielen, sich selbst spielen und sprechen würden. Dann habe ich mal so ein paar Leute rumgefragt und wir haben einen Cast, Alter. Auf jeden Fall dabei ist Ju, Revi, Sascha, Papa Platte, Unge, Reeft. Angefragt haben wir noch Trimax und Knossi. Ich spiele auch noch eine Rolle mit. Das ist ein Cast, Leute, das habe ich noch nicht gesehen. Wir haben halt nur heute Zeit, um das Skript zu schreiben. Oh Gott, das Skript muss halt richtig gut werden, ne? Und da wir jetzt eh schon so einen Cast haben aus Leuten, die es halt wirklich gibt und die auch viele Among Us gespielt haben, werden wir jetzt bei Skript auch uns extrem von so den geilsten Gameplay-Momenten irgendwie inspirieren lassen, die so ins Drehbuch mit einfließen lassen. Das wird safe ziemlich geil. Wäre es nicht cool, wenn du vielleicht so ein bisschen was Musik und Sounddesign machen könntest? Wenn's wäre das nicht eine Idee? Also, warum nicht? Kann man ja mal ausprobieren, ne? Geil! Ey, ich warne dich, wenn du wieder so scheiß viel Details reinbaust, ne? Komm ich nach Köln und reiß dir den Arsch auf. Trimax hat gerade geschrieben, passt, er ist auch dabei. Jetzt fehlt halt tatsächlich nur noch Knossi, ne? Alter, yo! Das Skript wird auch echt cool. Wir sind jetzt so bei Seite 2, aber es ist echt auf jeden Fall tricky, dass es so eine sinnvolle Runde ist und alle irgendwie auch coole Parts haben. Aber, ey, geil, dass Trimax das auch einfach dabei ist. Sascha läuft an Admin vorbei. Knossi schafft endlich die Karte. Oh, baby, first try. So, nach so knapp 5,5 Stunden ist die erste Version vom Skript fertig. 5 Seiten. Jetzt werde ich alle neuen Charaktere einmal selber einsprechen, damit wir es aneinander schneiden können und gucken, ob der Flow funktioniert und wie lang das Video dann ungefähr wird. Ich werde meine beste Stimmimitation auspacken. Als ob hier irgendwer irgendwen umbringt. Digga, was ist denn hier los? Digga, ich lasse mal keine reden! Die ganzen Aufnahmen habe ich jetzt hier in Premiere zusammengeschnitten. Jede Farbe ist quasi ein Mensch. Zum Beispiel dieses Grün hier ist Trimax oder dieses Mangofarben hier ist Reef. Habe ich geschätzt, wird so 4 Minuten lang der Film? Der erste Schnitt ist 7:10, Passi. Wir werden komplett verrecken. Wir werden jetzt einmal nochmal das komplette Ding durchhören und nochmal gucken, ob der Flow gut passt und so weiter und so fort. Und dann geht's an die Pre-Visualization. Das heißt, wir gehen ins 3D-Programm und machen eine ganz grobe Repräsentation von jedem Shot, den wir später machen wollen, damit wir so eine Art Anleitung uns selbst bauen, was wir später animieren wollen, damit wir nicht einfach ins Blaue rein animieren. Wir haben glücklicherweise ein Model von der Karte im Internet gefunden. Das heißt, da können wir schon mal drauf aufbauen. Und während ich quasi die Preview-Shots mache und mir überlege, wie filmen wir was und ich das ganze Licht mache, sitzt der Passi hier dran und designt gerade die Charakter. Zum Beispiel Unge bekommt so einen Schlee-Among Us-Charakter, den wir jetzt komplett neu gemodelt haben. Ich werde jetzt währenddessen die erste Szene in der Cafeteria machen, wo quasi alle zusammensitzen, diskutieren, weil der Hausmeister halt gerade gestorben ist. Und heute müssen wir auf jeden Fall noch die kompletten 7 Minuten, Alter, das ist so viel, die kompletten 7 Minuten previewen, damit wir morgen halt an die ganzen Leute das rausschicken können, damit die ihre Audio-Parts halt aufnehmen können, sonst wird das halt zeitmäßig nichts. Digga. Wir haben kurz nach 7. Ich bin komplett distracted. War so ein richtig entspannter 22-23 Stunden Tag. Aber
Wir haben die komplette Prävisualisierung von dem kompletten Film gemacht. Das heißt, jeder einzelne Shot in dem ganzen Film wurde jetzt schon mal so skizziermäßig vorbereitet, wie ihr hier seht. Wirklich alles Mögliche von den Mad Bay Shots über irgendwelche Diskussionsrunden. Wir haben die Diskussionsrunde auch nochmal so komplett neu überlegt. Die sieht ja ganz anders aus wie in dem Game. Und das war auch echt nochmal gut viel Arbeit. Ich weiß echt nicht, weil ich das letzte Mal eine Schnittfeil hatte, die halt so aussah. Alter, ey. Schlafen jetzt. Knapp 4 Stunden geschlafen, es geht weiter. Denn wenn man ein paar bei dem Projekt nicht unterschätzen darf, neben den ganzen 3D-Animieren, ist es Kommunikation. Es sind ja einfach noch 8 Leute, die da noch mitmachen und die müssen alle heute ihre persönliche Version von dem Previous-Video bekommen, was wir gestern den ganzen Tag gemacht haben, wo ihr Text halt steht, den sie einsprechen müssen. Das heißt, die Videos muss ich jetzt erstmal rausrendern und dann an die ganzen Leute verteilen und denen erklären, was sie denn genau wie machen müssen, damit es klappt. Das werden viele WhatsApp-Nachrichten. So, alle müssen jetzt ihre Dateien haben, nur Knossi noch nicht, weil der noch nicht 100% safe ist. Ich hoffe, er macht jetzt noch safe mit, weil das wäre echt kritisch, weil wir haben ihn einfach mal auf gut Glück jetzt ins Drehbuch geschrieben. Das jetzt umzuschreiben, wäre stressig. Es gibt ein fettes Update und zwar haben wir hier die komplette Among Us Skeld-Karte den ganzen Tag lang heute umgebaut, sodass wir halt wirklich damit jetzt Animationen machen können. Wir haben zwar eine Basiskarte im Internet gefunden, aber da waren halt alle Texturen und teilweise halt auch Modelle und so nicht hochauflösend genug. Deswegen hat Passi halt den ganzen Tag Modelle ausgetauscht, um die besser zu machen, und ich habe den ganzen Tag Shader und Texturen, jede fucking einzelne Textur in diesem Laden habe ich ausgetauscht, dass die halt so schön detailreich sind, wie man es hier sehen kann. Wenn man jetzt einfach mal Among Us googelt, ja, die Charaktere und alle Artworks und sowas anschaut, was einem auffällt, ist, dass halt diese Außenlinien halt überall immer sehr präsent sind in dem ganzen Spiel. Deswegen haben wir jetzt jedem einzelnen Objekt hier in dem ganzen Laden auch so eine Outlines hier gegeben. Heute ziehen Passi und ich uns mal richtig viel Character Animation rein, denn das ist das Ding, wovor ich am meisten Angst habe tatsächlich bei dem Projekt. Die Charaktere müssen sich so lebendig bewegen, weißt du? Also sie dürfen nicht so aussehen wie Puppen. Man muss wirklich glauben, dass sie lebendig sind. Das müssen wir alles per Hand animieren. Und auf so einem Level habe ich das halt noch nicht gemacht. Passi auch nicht. Und deswegen, ich hoffe, dass wir das gut hinbekommen. Aber immerhin, Knossi hat das jetzt dazu gesagt. Wir haben jetzt wirklich den kompletten Cast. Ich verspüre sonst nicht so einen Druck bei den Projekten, ne? Aber hier habe ich wirklich das Gefühl, schon Pressure ist da auf jeden Fall. Ich habe mal so eine Laufanimation gemacht, so die erste. So sieht der erste Test aus. Ich bin extrem happy. Ich finde, der läuft sehr, sehr flüssig und vor allem dieser Bounce, den er drauf hat. Diese ganzen kleinen Teile steuern quasi das Skelett vom Sascha und damit wird dann quasi die Figur gesteuert. Das macht er nicht automatisch, das musste ich gestern alles aufsetzen. Das nennt man Rigging. Und an solchen Basisanimationen arbeiten wir heute Abend noch ein bisschen, dass wir halt morgen auf jeden Fall richtig schnell die ganzen Shots durchballern können. Wir haben es beide noch nie wirklich viel gespielt, nur mal gesehen. Und 10 Videos so, max. Ich hoffe einfach nur, dass wir keinen Gameplay-Fehler gemacht haben bei den ganzen Skripten, ne? So, wir haben schon wieder kurz vor 3, aber Knossi hat gerade so seine ersten Aufnahmen geschickt. Ich war bei diesem Kartending, Mensch! Geil! Sascha war's! Sascha ist es, komm hör auf! Sascha war's, sieht man doch! Hammer! Optimal! Ich glaube, wenn die ganzen Stimmen jetzt auch noch da drin sind, wird's einfach übel geil. Marius hat mich gefragt, ob ich nicht eine Stimme sprechen möchte in seinem Among Us-Film. Marius, falls du das siehst, Lul, du wirst auf jeden Fall sehen. Danke dir nochmal und jetzt nehme ich mal alle meine Lines auf. Oh, Baby! Feier ich sehr. Genau, fangen wir an. Oh nein, Digga, ich kann sowas nicht! Wer killt denn hier? Wer ist es? Wir müssen es rausfinden. Stimmt, Bro. Ich war zum Beispiel mit Revi bei Storage Kabel machen. Alright, dann machen wir das Ganze nochmal. Irgendjemand killt hier Leute, wir müssen es rausfinden, Freunde. Dauernd geht dieses bekloppte Schiff in Arsch, Bro. Ich habe Sascha bei Electrical geholfen. Trimax war wieder komplett lost. Stimmt halt auch einfach, Trimax immer lost. Ah, okay, Revi geht gerade nach Navigation. Revi, chill. Ey. Marius hat, ich soll pfeifen. Ja, das wird auf jeden Fall nix. Oh mein Gott, Marius, wenn du das später in deiner Making-of-Doku reinschneidest, das wird so cringe, Alter, weil ich hier einfach sitze wie der letzte Cringe und esse hier meine Watermelon Sugar. Ja, so.
Ich hoffe, das passt alles. Ich glaube, dass ich's hab. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich hoffe, dass es passt. Na, danke schon an der Stelle, mein Guter. Kuss. In der ganzen Hektik gestern, ne? Haben die wichtigste Sache eigentlich vergessen. Wann kommt denn der Scheißfilm eigentlich raus? Und das Geile ist, Leute, der Film kommt heute auch raus, wo das Video hier rauskommt. Und zwar heute Abend um 20.15 Uhr gibt es die allererste Premiere hier auf dem Channel. Ich habe das vorher noch nie gemacht. Wir machen so eine richtig geile Premiere, wo wir alle zusammen live gucken können. Um 20.15 Uhr kommt der Film raus. Und ich will euch alle bei der Premiere sehen, ne? Ich weiß noch nicht, wie gut der Film wird, aber wir gucken uns den auf jeden Fall zusammen alle in der Premiere an. Yo, what's up? What up? Kann man schon was hören? Ey, Vince, du hast mich mal wieder selber übertroffen. Das ist ja eine fucking Serienintro. Killer. Freut mich, mega. Wenn ihr euch für die Musik interessiert, dann checkt auf jeden Fall Vince vorbei. Der lädt auch direkt, wenn das hier rauskommt, sein Video hoch. Und Sounddesign kommt ja auch noch, denn das ist ja auch das Krasse bei Animationsfilmen. Normalerweise bei normalen Filmen hast du ja immer schon irgendwie ein bisschen Sound mit, aber hier muss ja jeder Schritt wirklich einzeln vertont werden. Genau. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Da hab ich Spaß, ey. Ich bin hyped as fuck. Ich habe gerade eben die letzten Aufnahmen von Unge eingebaut und jetzt sind alle Audioaufnahmen von allen Synchronsprechern ineinander geschnitten, so als wenn es wirklich ein Gespräch von denen wäre, obwohl keiner von denen wirklich miteinander geredet hat. Das wird so geil, Alter. Wir haben jetzt gleich schon wieder 2 Uhr und wir sind immer noch dabei. Die beiden Rechner sind gerade Animationen am Rendern. Passi baut gerade noch an so einem Teil des Screens rum. Es ist ein Projekt, das zieht sich über Nächte, Leute. Das ist unglaublich. Es ist halt super kräftezehrend, weil wir nonstop halt lange wach bleiben, wenig schlafen, viel vom Rechner hängen, unsere Augen gehen mehr kaputt. Und das Ding ist, warum das so lange dauert, ist, ihr müsst euch vorstellen, bei so Animationen passiert halt nichts von selber. Bei jedem einzelnen Shot, den ihr seht, ist jede einzelne Bewegung von jedem Charakter, von jeder Kamera, von jedem Licht per Hand einzeln eingemacht worden. Das passiert nicht automatisch. Wir müssen alles wirklich einzeln per Hand bewegen. Das ist wirklich ein unfassbar aufwendiger Prozess. Dazu kommt halt noch jede Farbe, jedes Licht, jede Textur musste per Hand von uns reinplatziert werden. Das heißt, es ist einfach total cool, weil ihr wirklich 100% nur Sachen seht, die wir wirklich bewusst da reingepackt haben. Und eigentlich wollten wir den Film ja nur 3 bis 4 Minuten machen. Es sind jetzt über 10.000 einzelne Bilder, aus denen dieser Film besteht. Und der wird so knapp 7 Minuten 30. Und das ist echt so fucking viel. Es ist so fucking viel. Und was man auch nicht vergessen darf, wir müssen ja all diese Bilder vom Computer noch berechnen lassen. Das heißt, diese Renderzeiten müssen wir auch noch mit einkalkulieren, auf die verschiedenen Rechner verteilen, damit wir das überhaupt zeitlich schaffen. Und ey. Also wir haben jetzt bisher jeden Tag at least 16 Stunden daran gearbeitet, in manchen auch 20 oder so. Das heißt, ich denke, am Ende der Woche werden wir bei so entspannten 110 Stunden bis 120 Stunden so in einer Woche liegen. Jetzt kommt die schwierigste Sequenz in dem ganzen Ding, da habe ich mega Schiss vor. Und zwar geht es darum, dass Ju halt rennt. Und wenn ihr mal so ein bisschen auf der Stelle rennt, seht ihr ja schon, wie viele verschiedene Körperteile sich richtig gut zusammen bewegen müssen, damit es halt wie Rennen aussieht. Ich habe jetzt die letzten Stunden an dem Run-Cycle verbracht. Der sieht schon gar nicht so schlecht aus. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob das schon reicht für die Szenen, die ich machen will. Ich werde es jetzt erstmal probieren. Das Ding ist halt nur, ich habe halt auch nicht so viel Zeit noch zu testen, weil wir müssen halt, also morgen muss halt fertig sein. Sprich, wir haben halt noch, ja, wenn wir die Nacht komplett durchmachen vielleicht, 14, 15 Stunden Zeit. Und ich muss noch diese komplette Rennsequenz machen. Dann hier hinten noch einige Shots. Wir müssen noch die dicken Raumschiff-Shots einmal vom Ende machen. Die ganze Scheiße noch rendern, die fehlt. Und eigentlich Vince Sounddesign parallel irgendwie auch noch koordinieren. Das wird knapp. Ich glaube, Schlaf wird schwierig passieren. Wir haben jetzt gleich wieder 0 Uhr. 4 Shots müssen noch komplett von 0 gemacht werden. Wir müssen noch Icons machen für die Abstimmung. Insgesamt 10 Shots rendern. Nee, mehr. Ich habe das Ending vergessen. 11 Shots, dieses Ending wird zu lang rendern. Wir werden immer richtig krank durchziehen müssen jetzt, um das wirklich bis zum Ende zu schaffen, weil ich habe gerade noch mit Vince geschrieben, Vince braucht auf jeden Fall morgen früh, wenn er aufsteht. Das heißt, wahrscheinlich steht Vince so gegen 9 Uhr auf oder was. Die final animierte Version, damit er das Sounddesign noch schafft. Denn morgen ist ja der finale Tag und da muss er fertig werden, auch mit dem Sound. Und sonst funktioniert das alles nicht. Das heißt, wir müssen heute Nacht einfach fertig werden. Es gibt keine andere Option.
Wir haben jetzt übrigens noch meinen Streaming-Rechner dazugehauen, weil wir haben gerade ausgerechnet, allein dieser Endshot von dem Raumschiff braucht 4 Stunden zum Rendern. Und wenn wir gleichzeitig noch arbeiten, dann wird alles nichts. Deswegen haben wir hier nochmal extra meinen Streaming-PC jetzt auch noch. Das heißt, hier rendern gerade 4 Rechner gleichzeitig, damit wir überhaupt irgendwas schaffen. Vor 3, wir rendern immer noch. Das ist die perfekte Zeit für Marmorkuchen. Wir rendern gerade 1, 2, 3, 4 Shots. Es sind noch 3 Shots auf der Liste. Das heißt, 7 Shots müssen gerade noch gerendert werden. Alle Shots sind aber schon animiert. Und weißt du, was krass ist? Man merkt richtig krass, wie wir über die Tage immer besser geworden sind in Animationen. Ne? Umso später die Animation ist im Video, umso cleaner, besser, emotionaler ist die. Einfach, weil wir so viel gelernt haben jetzt über die letzten Tage. 4:15, die letzte Frame vom letzten Shot mit dem Raumschiff hat jetzt gerade fertig gerendert. Ziehen wir das Ganze jetzt mal rüber. Ich glaube es nicht, dass es jetzt wirklich die letzte Animation war, die wir rendern mussten. Alter. So, letzten Shot reinziehen jetzt. Zack, zack. Ich bin schon wieder jetzt flüssig aussehen, wa? Let's go. Okay, let's go. Ich bin so gespannt. Erste Mal. Alter. Ach, leg mir mal schnell. Oh, nice. Richtig nice. Richtig gut, ja. Das hat voll gut funktioniert. Ich hatte ein bisschen Sorge, muss ich sagen. Ich finde es so heftig zu sehen, weil wir sehen jetzt so viele Punkte noch, die man noch machen könnte. Ja, man hätte so viel noch verbessern können. So unendlich viele Sachen hätte man noch ausbessern können. Aber ich finde tatsächlich, das macht den Charme voll aus. 11.527 Einzelbilder. Alter. Jetzt rendere ich das einmal raus für dich, Vince. Und der kann dann jetzt in, ja, wahrscheinlich steht er so in 4 Stunden auf, kann dann direkt anfangen, die Musik final zu machen und Sounddesign. Denn es ist ja quasi schon der finale Tag gerade und das muss heute fertig werden. Wir gehen jetzt aber erstmal schlafen, Alter. Hey! Ey, was geht? So. Also diese Animation Black Romeo, ey. Danke schön. Ey, ich bin so gespannt, was du Filmscore-mäßig machst. Allein dieses Theme-Song war ja so geil. Und Sounddesign, das wird das Ganze noch auf Next Level heben. Ja, sicher schwer auch. Was glaubst du, wie lange brauchst du heute noch? Ich sag mal, mit Puffer, ja, 18 Uhr. Okay, 18 Uhr klingt nach dem Plan. Ja. Dann schaffen wir es echt in 7 Tagen mit Filmscore und allem drum dran, dieses Ding fähig zu machen. Ich glaub's nicht, Vince. So ist das. Bis heute Abend dann. Ruf an, wenn du irgendwie Feedback oder sowas hast, ja? Mach ich. Okay, ciao. Hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. Wir haben jetzt 22.20 Uhr am 30.10. Vince hat gerade die finale Soundfile geschickt. Ich werde mir das erste Mal mit Sound und fertiger Animation das Ding reinziehen. Ich bin fucking hyped. Ich freue mich richtig. Vielen, vielen Dank an alle, die bei dem Projekt mitgemacht haben, die das möglich gemacht haben. Und alles, was jetzt zusammenbleibt, Leute, heute um 20.15 Uhr kommt der fertige Film raus. Falls es schon raus ist, verlinke ich den jetzt am Ende. Ich bin fucking stolz auf das Projekt. Bis nächste Woche.